Ich zitiere: Mich stört alles, denn alles nimmt Kaufkraft weg von den Menschen, alles nimmt Wachstumskraft von den Betrieben und alles bringt nicht eine Erneuerung des Landes, die wir dringend brauchen. Wir diskutieren 20 oder 30 Jahre. Wir haben jetzt eine schlimme Krise hinter uns und nicht einmal die Krise rüttelt uns auf. Was ist das für eine Verantwortlichkeit der Verantwortungsträger unseres Landes? Warum geht da nichts weiter? Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war nicht der von Ihnen so gefürchtete Oppositionsführer Heinz-Christian Strache. Das war kein Politiker. Das war kein Politiker der Freiheitlichen. Nein, das war der, davon gehe ich aus, Herr Minister, der von Ihnen geschätzte Präsident der Bundeswirtschaftskammer Christoph Leitl. Aber wenn ich auch noch weiter zitieren darf, Karl Eiginger vom WIFO hat in der Pressestunde am 17.10.2010 gesagt, Konsolidierung muss primär ausgabenseitig sein. Was ist geschehen? Wir haben Ausgaben in der Höhe von 70,1 Milliarden, dem entstehenden vorher 70,8 gegenüber, das sind 641 Millionen weniger. Wenn man aber die Zinsausgaben, die wir haben, abzieht, dann sind es im Grunde genommen nur mehr 406 Millionen Euro weniger, weil für die Zinsausgaben kann die Regierung nichts dafür. Das war ein Glück, dass wir niedrige Zinsen haben. Und wenn ich dann auch noch dem gegenüberstelle, den Betrag aus der Finanzmarktstabilisierung, das heißt, es wurden 500 Millionen Euro weniger ausgegeben, was ursprünglich geplant war für das Bankenpaket, dann ist der ganze Einsparungseffekt weg. In Wirklichkeit haben wir nämlich um 94 Millionen Euro mehr ausgegeben. Und das vor dem Hintergrund von einem Verhältnis von 60 zu 40 Minderausgaben zu Mehreinnahmen kann dann überhaupt keine Rede mehr sein. Die Mehreinnahmen überwiegen drastisch. Also betrachtet man das jetzt noch einmal klar gesagt. Die Minderausgaben von 641 Millionen, so ergibt das ein Verhältnis von 18 zu 82. Wenn ich dann wiederum die Zinsen berücksichtige, dann sind wir nur mal 12 zu 88 und letzten Endes in Position Finanzmarktstabilisierung, dann haben wir überhaupt keine Einsparungen. Also das heißt, diese Aussage von 63,4% Einsparungen lässt sich nur dann herleiten, wenn man auf tatsächliche Iststandsätze aufsetzt, sondern auf früheren Plänen, die ursprünglich höhere Ausgaben vorsahen und gegen diese fiktiven Zahlen die sogenannten Einsparungen rechnet. Im wirklichen Leben schaut es nämlich ganz anders aus. Nein, man hat ganz was anderes gemacht. Man hat 327 Millionen, das sind per Saldo 80% von den 406 Millionen Gesamtausgaben bei den Familien eingespart. Und wenn ich dem gegenüberstelle, das Sozialetat von 159 Millionen Euro Steigerung, dann kann man nur den Schluss ziehen, dass es eine krasse Umverteilung gegeben hat von den Familien zu anderen Zielgruppen. Und angesichts der demografischen Entwicklung kann ich nur sagen, das ist der falsche Schritt und führt uns in einen Abgrund. Aber lassen Sie mich noch beim Herrn Eiginger bleiben. Er hat in selber Pressestunde gesagt, insgesamt schätzen wir, das WIFO, dass es kurzfristig möglich ist, 2 bis 3 Milliarden zu sparen und langfristig, und das ist fast das Wichtigere, 6 bis 10 Milliarden. Wenn Sie jetzt behaupten, das ist alles nicht wahr, dann haben Sie, glaube ich, die falschen Experten eingesetzt. Wo sind jetzt die nötigen Schritte in die richtige Richtung? Ich gehe einmal davon aus, dass die beiden Onkels, Erwin und Michael, jeden Schritt, den sie vorlegen, blockieren. Und letzten... Der Onkel Erwin, wird Ihnen ja bekannt sein. Ja, der Onkel, nein, Onkel Michael aus Wien. Ja, das ist nicht daneben gegangen. Die Regierungsparteien, meine Damen und Herren, befinden sich nämlich in den Geiselhaft ihrer Landesfürsten und jener Gruppen, die nur ihre Partikularinteressen vertreten. Nämlich ihre Politik ist nur gegenseitige Blockade und das ist die Regel. Aber wie schaut es jetzt dann bei den Einnahmen aus? 62,5 Milliarden haben wir jetzt Einnahmen budgetiert.
Davon fallen auf Rücklagenentnahmen 1,2 Milliarden, dann Rückzahlung aus dem Bankenpaket, das sogenannte Partizipationskapital von 0,9 Milliarden, haben wir dann netto 2,9 Milliarden Einnahmen. Was hat Eiginger gesagt? Österreich hat eine hohe Abgabenquote und die sollte nicht weiter steigen, weil das Beschäftigung und Wachstum behindert. Nein, wir erhöhen die Mineralölsteuer. Wen belastet die? Hauptsächlich die Pendler, nämlich die kleinen, armen Verkäuferinnen, die nämlich keine öffentlichen Verkehrsmittel haben, die zum Teil nur halbtags beschäftigt sind. Die müssen diese Steuer dann letzten Endes tragen. Oder die Bankensteuer, die eingeführt wird. Wer ist da wieder ausgenommen? Der ganze oder fast der ganze Raiffeisensektor. Daher aus meiner Sicht weg mit Bagatellsteuern und eine umfassende Steuerreform. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Abschluss, weil ich so viele schöne Zitate habe, darf ich noch den Bundesminister Bröll zitieren. Wir wollen das vor allem durch eine Bremse bei den Ausgaben erreichen. Andernfalls würde man den Weg für Steuererhöhungen ebnen und genau das will ich nicht, hat er in der Krone am 19.01.2010 gesagt. Und dann der Höhepunkt beim Sommergespräch am 01.09.2009. Ich bin nicht bereit, neue Steuern einzuführen. Wir haben jetzt schon eine Steuerbelastung, die sich gewaschen hat. Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Budget ist Regierung und Bundesminister Bröll nicht nur sich selbst, sondern der österreichischen Bevölkerung in den Rücken gefallen.